Oh, du bist so süß und knuffig. Krass, kann das sein, dass ich ein bisschen größer bin als du? Ja, oder? Du weißt, ich habe ja auch Angst vor Spinnen, ne? Aber das Gekreische gerade war echt ziemlich laut. Peinlich. Ha! Schon wieder Erster. Aber mach dir nichts draus. Der 12. Platz ist auch okay. Ich will keinen Sex vor der Ehe. Das soll im Bad sein? Da sind doch überall kahle Stellen. Kannst du das wirklich alleine tragen? Soll ich was abnehmen? Mit deinen 5, 6 Zentimetern. Da liegst du doch im Durchschnitt, oder? Muss auch schon ein bisschen her. Das letzte Mal beim Sport war's, oder? Was denkst du gerade? Schatz, ich bin schwanger. Freust du dich gar nicht? Sind das Freudentränen? Dank dir habe ich herausgefunden, dass ich lesbisch bin. Das ist meine neue Freundin. Aber wir können beste Freunde bleiben. Nein. Weißt du, was mir gerade mal aufgefallen ist? Ich verdiene ja viel mehr als du. Ach krass, die gleiche Handtasche habe ich auch. Ja, Ist ja schön, ne? witzig. Wir müssen reden. Ey, die Schlampe hat dir gerade deine Handtasche geklaut. Warte, ich mach das. Boah, du hast aber ein ganz schönes Bäuchlein bekommen, oder? Der Film ist ganz schön kitschig, oder? Sag mal, weinst du etwa mit dem Scheißfilm? Mach dir nichts draus. Es ist auch wirklich kalt hier drin. Ui. Du hast aber ganz schön große Geheimratsecken bekommen. Eigentlich können wir in die Pizzeria gehen. Ey, was willst du? Was stehst du mir im Weg? Oh. Lass dich nicht provozieren. Prügeln ist nur was für echte Kerle. Wir haben ja fast die gleiche Körbchengröße. Vielleicht bin ich doch Manuel Neuer. Findest du die etwa geiler als mich? Oh, immer findest du alle anderen geiler als mich. Dein Facebook-Profilbild sahst du irgendwie besser aus. Sag mal, kriegst du den Fernseher nicht repariert? Hast mal geguckt, ob der Stecker drin ist? Übrigens, ich war früher ein Mann und hieß eigentlich Max. Ey, du Peter, sorry, Max, ich hab dich irgendwie gerade mit meinem Ex-Freund verwechselt. Ich weiß auch nicht. Sehe ich in dem Outfit dick aus? Und jetzt sag nichts Falsches. Ja, das waren so unsere gesammelten Sachen, die man einem Mann nicht sagen sollte. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei, wie wir Spaß dabei hatten, es zu drehen. Vielen Dank an meine Co-Moderatorinnen. Und zwar wäre das die Lisa von Holy Chic und die Nadine von den Imba Girls. Die Nadine gibt es aber auch auf Instagram. Ja, und das lief da, findet ihr mich unter nah-q. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt der Nadine am besten da. Falls ihr noch weitere Videos vom Survival Guide sehen wollt, dann schaut einfach die unteren beiden Videos an und klickt euch da durch. Oben rechts könnt ihr abonnieren. Lasst ein paar Kommentare da, wie es euch so gefallen hat und was wir demnächst mal drehen sollen. Das war's. Viel Spaß euch noch am heutigen Tag und bis bald, eure Mia und Nadine. Tschüss.